Meine lieben Freunde der Nacht, willkommen zurück bei WoW Vanilla WoW Classic. Im letzten Part haben wir ja gar nichts geschafft, also wir haben eigentlich nur ein paar Vorbereitungen getroffen. Aber jetzt geht's mit Feuereifer weiter. Zurück teleportieren nach Crossroads und von Crossroads geht's dann wieder los. Okay. Genau, Samo Flang. Die Quest, die uns immer noch fehlt, ist Samo Flang. Da haben wir das letzte Mal, haben wir versucht und haben versagt. Muss man ja wirklich so sagen. Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich hoffe übrigens, dass mein Pet das Geierfleisch frisst. Ansonsten hätte ich gute 2 Silber umsonst ausgegeben. Mein Pet hat jetzt mittlerweile auch mehr Leben als ich. Tatsächlich. Oh, dieser Weg, ne? Gefühlte 2 Trilliarden Kilometer, ey. Das erinnert, da kommen schon wieder diese negativen Erinnerungen von letztens hoch. Als ich, als ich hier das letztens da zu der Venture Corporation hinlaufen musste, weil da oben dieser komische Rahmen auf uns geschnetzelt hat. Ich meine, wir haben ihn ja am Ende erledigt, aber dennoch, es war eine Herausforderung. Anyone Isha Awake oder Awake? I don't know, vielleicht hat er da das eh vergessen. Isha, keine Ahnung, was das ist. Wenn du den mit Level 19 nicht alleine schafft, bezweifle ich, dass wir den schon gehabt haben. Ich kann mich gerade an keine Gruppenquest erinnern, die wir gemacht haben. Außer diese eine mit dem Zentauren. Und das war, glaube ich, nicht. Das war der, glaube ich, nicht. Nee. Uldaman ist 45, okay. Angerforge Farm. Was auch immer ist. Jetzt fällt mir übrigens gerade mal was ein. Ich bin ja ein bisschen bescheuert, ne? So. Q, E, R, F. Slash Q, slash E, slash R. 1, 2, 3. Vier. F1, F2, F3, F4. So. Will ich hier hin haben? Zack, 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 zack. Das kann hier hin. Wildtier ängstigen, das passt auch. Ich brauche ein Ziel. Okay. Ich habe kein Ziel.
Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Mittlere Laustaste habe ich jetzt gar nicht doppelt belegt, aber brauche ich auch gerade einfach gar nicht. Ja. Aber ich kann es nochmal machen. Zack. Habe ich hier jetzt nochmal mittlere Maustaste hin. Ja, für die Heilung. Irgendwie hatte ich dann nicht mehr, hatte ich das nicht mehr auf den Schirm. Auf dem Schirm. Keine Ahnung. Hat mir aber auch keiner gesagt, dass ich hier irgendwie QE, R und F nicht originär belegt hatte. Also, ich meine, das war ja ziemlich dumm. Jetzt kriege ich hier gerade wieder nur verdorbene Lederfetzen, ey. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ist natürlich wieder völliger Respawn, ne? Komplett. Ich bin außer Reich. Jetzt kann ich den auch hier wieder auf die 5 legen. Bin ich aber überlegen, ob ich da hinten noch hin soll, weil er ist ja ganz schön weiter hinten verreckt. Das lädt immer noch auf. Boah, ey. For fuck's sake. Spott funktioniert momentan nicht so gut. Zu weit entfernt. Komm. Er sollte halt bestmöglichst nicht in meine Richtung rennen, weil dann, jetzt kriegen wir natürlich so einen dämlichen Fleischschenkel. Wenn die nämlich, wenn sie flüchten und dann in unsere Richtung flüchten, dann verkürzen sie die Distanz zwischen uns und dann kann es sein, dass ich nicht mehr Fernkampfangriffe wirken kann. Das ist übrigens, was das Problem hier sein wird, die Ads hier zu töten, bevor die wieder respawnen. Eine richtige Pestilenz hier. Natürlich kommt er nur in dem Moment. Denn hier noch einen. Dieser Zauber ist noch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo hier noch ein Ventil ist. Ah, hier. Und da. Okay. Ich hoffe, die kommt von hier. Ja, kommt gar keiner. Praktisch. Immer noch so leichte Mana-Probleme, ne? Aber ihr hattet mir ja schon gesagt,
dass ich höchstwahrscheinlich den Schlangenbiss aus meiner Router nehmen muss, weil der einfach, ja, uneffektiv ist. Dann bin ich jetzt mal erstmal ein bisschen Mana sparend unterwegs. Kann ich noch nicht wirken? Der macht schöne Crits. Schon wieder ein Green. Das Lerunschild des Schattenzorns. Ein Schattenzauberschaden. Schattenschaden machen wir aber mit keiner Ability. Arkanschaden und Naturschaden. Ich weiß gerade gar nicht, welche Abilities Schattenschaden machen. Kein Ausrufungszeichen, sondern einfach hier wieder wartet, dass wir das hier wieder benutzen. Besorgt euch bei Tüftler Sniggles den Konsolenschlüssel, um damit die Steuerkonsole zu öffnen. Tüftler Sniggles, das ist der Kerl da, glaube ich, in der Hütte. Dieser Zauber ist noch nicht beendet. Also ich finde diese Quest hier anspruchsvoll. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich fühle mich hier keinesfalls irgendwie overlevelt für. Gut, dass der Kahnschuss verfehlt hat. Das lädt immer noch auf. Es sind zu viele Ads hier. Das ist. Die Gefahr ist nicht das einzelne Ad, sondern dass die in Furcht gefühlt das halbe Brachland pullen. Dass der Spot nicht viel Cooldown hat. Das ist er. Er kann entsprechend nur in eine Richtung flüchten. Dachte ich jedenfalls. Ist aber in seinen Raum weiter geflüchtet. Warum auch immer. Ja, Level Up für uns, by the way. Glückwunsch. Erhöhen wir nochmal die Gesundheit des Tieres. Kann nicht schaden. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hier, Schaden vom Tier um 4%. Das ist auch auf jeden Fall noch cool. Hurtigkeitstrank kann ich. Oh, doch, ich wollte gerade sagen, hat mir hier wer die Bronzeader geklaut hier, die Kupferader. Also ich weiß, dass ich mal Hurtigkeitstränke vor nicht allzu langer Zeit in der Truhe gefunden habe. Und die gingen im Auktionshaus richtig gut weg, auch für teuer Gold, teuer Geld. Teuer Silber, muss man ja sagen. Da hatte sich das auf jeden Fall. Oh, und guckt euch mal an, da hinten ist wieder völliger Respawn, ey. Es ist so zum Kotzen.
Na gut, liebe Leute, die Zeit ist auch schon wieder fortgeschritten. Ich mache hier Pause. Im nächsten Part, nicht schon wieder ein Fleischschenkel hier. Im nächsten Part kümmern wir uns um das Samoflang. Ich hoffe, wir kommen es dann endlich aus dieser dämlichen Steuerkonsole raus. Wir hören uns. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, Kakao.